Interessant. Warum komme ich jetzt nicht bei der Ressourcenpunktevergabe raus? Codemasters? Habe ich jetzt keine bekommen oder wie oder was? Sehr seltsam, bin ich gerade überrascht, hängt aber vielleicht mit dem letzten Update zusammen. Naja, egal, erst einmal hallo allerseits und willkommen zu T2 plus 1 aus Spanien. Komisch. Denk daran, dass es beim Fahren vor allem auf die Gewichtsverteilung ankommt. Wenn du bremst, bewegt sich der Schwerpunkt nach vorn, wenn du beschleunigst, nach hinten. Und wenn du die Richtung änderst, zur Außenseite des Autos. Eine höhere Last auf jedem Reifen bedeutet mehr Grip. Achte auf eine gleichmäßige Steuerung, um eine abrupte Gewichtsverteilung zu vermeiden. Ist klar, Jeff. Danke für die Info. Ist ja pitschnass draußen. Ich drücke auf die Aufnahmetaste. Bin gespannt auf die Ressourcenpunktevergabe und was passiert. Ich lande direkt in der Garage. Das Spiel überrascht einfach gerne. Vor allen Dingen eben seit dem letzten Patch. Na egal, wir haben jetzt Qualifying-Tempo und das ist förmlich ins Wasser gefallen. Na, ich bin ja mal gespannt. Ich fahre erstmal mit den Regenreifen raus, um mich hier rein zu fetzen. Die Hände wieder. Unter den aktuellen Bedingungen empfehle ich die Regenreifen. Fertig. Ja. Fertig. Ehe ich das Qualifying-Tempo starte, fahre ich jetzt erstmal raus. Lerne ich erstmal diese Bedingungen hier kennen. Hab jetzt noch gar nicht auf die Wettervorhersage geschaut. Fragen darf ich auch weiterhin nicht innerhalb dieser Linie. Jetzt auch noch nicht, erst wenn ich hier rauskomme. Wetterbericht. Der Regen lässt in etwa 5 Minuten nach. Leichter Regen in 5 Minuten. Okay, aber finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Die Strecke ist pitschnass. Ich nehme Erfahrung im Regen gerne mit. Deswegen fahre ich jetzt auch hier, auch wenn das Wetter in 5 Minuten schon besser aussehen soll. Ich bin einfach froh um jede Regenerfahrung außerhalb des Rennens, weil im Rennen habe ich nicht viel Zeit, mich reinzufitzen. Dann muss ich gleich aufs Ganze gehen, das kann sehr schnell daneben gehen. Beim Rennwochenende in China, was für euch noch rauskommt, also das Rennen, wo es eben in die Bande ging, da kam der Regen, die Unfahrbarkeit der Trockenreifen sehr schnell, für meinen Geschmack zu schnell. In Russland hatten wir Regen, da wurde die Strecke trocken. Da kam mir das Fahrvermögen für Trockenreifen zu schnell. Mal gucken, wie wir das weiterhin beobachten werden. Ich hoffe ja mal, wenn wir das Qualifying-Tempo gleich fahren, bei vielleicht noch Starkregen, bei dann vielleicht Intermediates, dass die Zeiten angepasst haben, hat bei F1 2014 gepasst, dass die Zeiten den Streckenbedingungen, in dem Fall Regen, angepasst wurden. Müssen wir mal schauen. Bin aber auch nochmal so gespannt, ich mag das so, die Regentropfen, wie die hier über die Bildfläche flitzen. Bin echt mal gespannt auf die schlechte Sicht bei Starkregen und direkten Windschatten des Vordermanns. Die Gischter, auf die bin ich schon gespannt. Aber erstmal heißt es, den Wagen unter Kontrolle halten. Reifen sind schon mal nicht stehen geblieben, ist schon mal ein gutes Zeichen. Dritter Gang ist hier Pflicht. Jetzt kommt mir das Heck aber rum. Korrektur am Rande. Heck kommt wieder rum. Ich fahre auch nicht auf der Ideallinie. Das Spiel bekommt das ja immer noch nicht hin, eine andere Ideallinie im Regen zu haben als im Trockenen. Im Vergleich zur letzten Runde kann man jetzt schon etwas Ideallinie sehen. Da unten kann ich jemanden sehen im ersten Sektor noch, auf der Streckenkarte. Es sind schon so viele draußen. Boah. Naja. Na, das Heck wieder. Da sind die Reifen jetzt stehen geblieben. Boah, das plätschert aber auch. Ja, in T1 hatte ich noch Regen. Bei mir. Vom Fenster.
Und jetzt habe ich den hier im Spielen darf. Es ist bei mir draußen gerade total still. So, nächste Runde gehen wir gleich mal an. Boah, hier kommt wieder. Ich bin noch nicht gut auf der Strecke jetzt. Manometer. Dritten Gang auswählen, aber sehr spät. Schon mal hochschalten, Ideallinie mal so weit treffen. Dann wird es auch wieder grün, da bin ich ja vorhin abgekommen. Hier kommt wieder rum. Reifen blockieren mal kurz, okay. Hier kommt wieder rum. Jetzt sind die auch noch dreckig, die Reifen, nicht schön. Dritter Gang sorgt für zu viel Untersteuern. Wann kann ich hier Vollgas gehen? Vierten Gang noch nicht. Weg mit der Rolex. Da heißt es aber gerade vier Erkenntnisse sammeln. Für die nächste Zeit. Ich dachte, in 5 Minuten wird es weniger. Hat er aber recht. Okay, aber schon leichter Regen. Für meinen Geschmack kommt noch viel runter. Gerade war mal das Bild ziemlich gut. Unserer TV-Kamera hier. War fast schon klar. Dann kamen die Tropfen wieder. Leichter Regen für die nächste Zeit. Ist schon Intermediate-Wetter? Lass mal die Reifentemperatur offen. Da könnten wir es ja auch ablesen. Button vor uns, der einzige Gezeitete, hat auf Regenreifen seine Zeit gefahren. Neue Runde, schon mal die erste Kurve deutlich besser erwischt. Die Strecke wird auch vielleicht trockener. Wenn Jeff eben schon von leichtem Regen spricht. Jetzt sogar lila. Schneller ist Button. Die Strecke wird wohl schneller. So, hier konnte ich im vierten Gang nicht Vollgas geben auf diesem kurzen Stück geraden. Mal gucken, wie es im fünften sein wird. Habe ich mich erst sehr spät getraut. Ich muss der vierte Gang herhalten. Sonst habe ich zu viel Untersteuern. Jeff hat aber auch noch nichts gesagt zu den Reifen, ob die aktuell noch richtig sind. Deswegen nehme ich an, sind die noch richtig. Eine Runde werde ich jetzt noch fahren, die werde ich aber vielleicht nicht beenden. Bisher ist bloß Button und eben wir eine Zeit gefahren. Demzufolge sind wir eine Zeit gefahren. Weil wir schon zwei sind. Button und ich wir. Da fährt jemand raus. Oder fährt Button rein? Das war jetzt zu viel des Guten. Boah, er kommt rum. Boah, die Reifen überhitzen. Gut, ich stand auch gerade quer. Kann aber schon ein Zeichen sein, dass jetzt Intermediates angesagt sind. Obwohl die Strecke noch zu nass aussieht, aber darauf kann man sich nicht wirklich verlassen. Jetzt werde ich mal eher hier in den fünften auf Vollgas gehen. Nämlich jetzt. Geht. In der letzten Runde hat noch ein kleines Fitzelchen gefehlt.
Ich komme die Runde rein. Es lässt sich nicht mehr gut fahren. Ich komme jetzt die Runde rein. Mann, aber so schnell kann es gehen. Kleine Pause gemacht zwischen T2 und T3. In T1 hat es bei mir noch draußen auf Intermediates eine Zeit, okay? Bottas auf Intermediates. In T2 hat es bei mir noch draußen vom Fenster geregnet. Dafür war es im Spiel trocken und jetzt eben genau anderes Bild. Aber in der Zwischenzeit ist auch die neueste Folge von F1 2015 erschienen. Und passenderweise, als ob ihr Gedanken lesen könnt oder als ob ihr hier heimlich lauscht, obwohl die Folge T2 Spanien noch gar nicht raus ist, noch lange nicht, gab es zwei weitere Kommentare zu den freien Trainings von Eden Neumann und Justus Goll. Ihr beiden habt euch auch gewünscht, weniger freies Training, also weniger Folgen zu sehen, was ich ja passenderweise in der Folge davor angesprochen habe. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet oder nicht gehört haben solltet. Ich habe es ja gesagt, ich habe es ja nicht auf dem Bildschirm geschrieben, aber das gerade wieder eine Spitzfindigkeit. Ich will dir ab Kanada 2 Folgen freies Training, also insgesamt 4 Folgen pro Rennwochenende anstelle von aktuell 5 bringen. Kleiner Schritt am Rande, kleine Verbesserung. Ich habe ja schon, das heißt Verbesserung, ein kleiner Zwischenschritt, eine kleine Zwischenetappe. Habe ja schon früh angekündigt, dass ich ja eigentlich wieder 3 Folgen pro Rennwochenende geplant hatte. Da kannte ich das Spiel aber noch nicht so. Nun gut, jetzt geht's gleich ans Qualifying-Tempo und es soll nass bleiben. Da werde ich erstmal die Reifen wechseln auf Intermediates, weil Bottas die auch schon gefahren ist. Die Hände wieder. Was sagt das Wetter? Es regnet weiterhin, wir fahren nur noch 18 Minuten. Und in 15 Minuten soll es auch noch leicht regnen, also Trockenreifen werden wir hier definitiv nicht mehr erleben. Ah, dann wird's trocken, super. Oh Mann, Qualifying Tempo, wir sehen, perfektes Reifenmanagement. Das könnte sich... Bist du mit Intermediates am besten dran. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 47,1. Das könnte sich mit den Regenbedingungen hier jetzt wieder ausgleichen, dass wir das nämlich gar nicht schaffen, das Qualifying Tempo. Aber mal sehen, rausfahren. Alles bereit. Ich bin jetzt auf jeden Fall froh, dass wir rausfahren, dass ich mich auf der Outlap nochmal einschießen kann, ehe es dann wirklich ernst wird. Ich bin bereit. Los geht's. Rosberg neue schnellste Runde. Ich werde gleich mal wieder, wenn ich denn darf. Das ging jetzt schon. Die Temperaturen, zumindest in der Outlap, offen haben. Hinten kommt jemand an, aber er ist noch erstmal noch etwas weg. So, wie lässt sich das jetzt mit Interest fahren? Eine Runde habe ich Zeit zum Reinkommen, dann wird's ernst. Ich bin ja über jede Runde im Nichtrennen froh. Habe ich euch schon mal irgendwann gesagt, die ich im Regen fahren kann. Ja, aber lässt sich gefühlt schon schneller fahren. Ja, ich kann hier mehr Gas geben. Ist schon auf jeden Fall besser als mit dem blau markierten Reifen. Hier kann ich auch mehr Gas geben. 5. Gang schon etwas kritisch und wir sehen, die Ideallinie ist trockener geworden, sie ist auch breiter geworden. Zu früh runtergeschalten, werde ich den Hintermann noch vorbeilassen, da hinten ist eine große Lücke, werde ich machen. Hinterreifen noch etwas auf Temperatur halten. Habe jetzt gar nicht geschaut, ob es das gebracht hat. So, jetzt kommt das so. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich auf den Vordermann aufhole. Oder ob ich gnadenlos verlieren werde. Die letzte Kurve bekommen sie weiterhin ziemlich gut mit. Dafür bekommen sie den ersten Sektor gar nicht gut mit.
So, und jetzt geht's los. Nicht schon wieder auf dem Randchen anbremsen, schon gar nicht bei Regen. Ich bin im grünen Fenster, das heißt, die haben die Zeiten dann auf Regen angepasst. Weil wenn das Trockenzeiten da oben wären, oben rechts, dann wäre ich jetzt schon längst im roten, durchgehend im roten Bereich. Ja, hier merke ich besonders, dass ich eher aufs Gas steigen kann. Das war jetzt mit der Bremse noch nicht optimal. Der Gang muss wieder her. Es soll in etwa 15 Minuten aufhören zu regnen. 15 Minuten. Ja, da ist das Freitraining vorbei. Jetzt habe ich das letzte Teamziel erreicht. Dann muss erst der Regen kommen, damit ich das im zweiten Sektor ohne Schneiden schaffe. Ohne Abschneiden, ohne Abkürzen. Ohne Abschneiden. Was schneiden wir denn ab? Meine Rundenzeit ist nicht gut. Da muss mehr kommen. Aber der Vordermann, der ist jetzt nicht weggefahren, nicht großartig. Wenn ich mich da reinknie, bin ich auf einem Niveau wie er. Ja, es fehlt nicht viel. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Also nicht beenden, sondern wieder reinkommen, bevor wir es abschließen. Jetzt bin ich hier schon im Grün, jetzt bekomme ich mal den Wagen hoffentlich besser um die Ecken. Blöder Teppich, da kann ich nicht auf Vollgas gehen. Was fahre ich da auch hin? Hey, kommt's? Etwas zu viel gebremst. Dem Vordermann komme ich jetzt schon gefühlt näher. Meine Referenz ist die letzte Schikane, wo ich mit dem bloßen Auge den Abstand mal in Anführungszeichen messen werde. Immerhin bin ich aktuell im grünen Bereich gewesen. Ah. Ich brauche zumindest eine schnelle Runde, um das Programm hier zu schaffen. Ja, er kommt rum, aber die Runde ist es noch nicht. Oh Mann, letzte Runde reinhauen. Am besten jetzt schon mehr Schwung mitnehmen auf die nächste Runde. So, grüner Bereich, die Kurve nicht verpassen. Passt, super. Komm rum, Autochen. Oh, lila erster Sektor. Jetzt geht's aber los, jetzt mache ich aber ernst. Zu schnell. Ah, nein, die Runde ist dahin. Gut, dann komme ich die Runde jetzt rein, Jeff. Ich schließe das Programm nicht ab, hoffe ich. Also ich habe das ja, habe ja keinen Punkt verdient, wie in Russland. Anders als in T1 mit der Streckenklimatisierung, da bin ich das ja jeweils zu Ende gefahren. Also Reifen haben wir noch genug, jetzt ist die Frage, haben wir noch genug Zeit? Aha, schaut mal. Qualifying-Tempo startet zu Beginn der nächsten Runde. Hat er jetzt schon mitbekommen, dass ich neu starten will? Muss ich jetzt nicht extra noch reinfahren und das dort neu starten? Treibstoffinfo. Etwa
komm jetzt rein. Auch wenn wir bei Regen eher sparen. Ich starte das aus der Box neu. Hoffe, dass ich aber noch Zeit habe. Die letzten 5 Minuten laufen noch nicht. Immerhin etwas. Ja, und so mit blockierenden Reifen bei Nässe. Das habe ich schon in China kennengelernt. Das darfst du nicht machen. Bei trockenen Bedingungen geht das, aber nicht hier. So, nicht so. Mann, macht hin, ich muss wieder raus. Ich gleiche das perfekte. Den perfekten Teil des Ressourcenprogramms, das Reifenmanagement, gerade wirklich aus. Aus T2. Macht hinne, Jungs. Wenn ich jetzt 2 Minuten pro Runde fahre, brauche ich 6 Minuten, dann dürfte die... der Counter noch nicht starten. Ansonsten wird das nix. Ich bleibe bei den Reifen, weil die werden nicht großartig abgenutzt sein. Zeitlich passt's noch. Rausfahren. Aktuell ist es rot. Rot ist an sich nicht verkehrt. Schöne Farbe, aber bringt mich hier beim Ressourcenprogramm einfach nicht weiter. Die Strecke ist jetzt vielleicht auch nochmal trockener geworden. Dadurch komme ich vielleicht nochmal besser zurecht. Mal schauen. Die Teamziele habe ich mittlerweile alle abgeschlossen. Aber die bringen bloß 5 Punkte pro Ziel. 5 an der Zahl sind es ja. So, Wagen fangen. Neben der DL-Linie ist einfach kein Fahren. Warum fahren die echten Formel 1-Fahrer bei Nässe nicht auf der DL-Linie wie im Trocknen? Naja, im Nassen wird der ganze Gummi auf der DL-Linie aufgelöst. Und deswegen hast du dann so eine besonders schmierige Mischung. Eben dieser Matschegummi. Das schwimmt. Schwimmt nicht. Das ist einfach rutschig. Deswegen wird dann im Nassen gerne mal eine andere Linie gefahren als im Trocknen. Habe ich zwar schon mal erklärt, aber weil das hier einfach gerade wieder gut in die Folge passt, habe ich es nochmal wiederholt. Für die, die vielleicht neu dabei sind oder die das vielleicht schon vergessen haben oder einfach damals überhört haben. So, jetzt muss es aber passen. Letzter Versuch, weil dann haben wir keine Zeit mehr über. Und die Runde beginnt schon mit der letzten Kurve. Schwung mitnehmen. Nicht so viel ransteigen oder da einfach nicht so viel Gas geben. Und ich habe schon einen kleinen Rückstand. Den hier etwas verloren, schade. Federgang muss für weniger Untersteuern herhalten, das Heck kommt rum. Noch im grünen Bereich. Und wieder ein lila erster Sektor. Okay. Da haut doch was nicht hin. Da glaube ich jetzt eher an einen kleinen Spielfehler als an die wohl allgemein schwache Konkurrenz hier auf dieser Strecke. Ah, Wagen in der Kurve, fangen mit Gegenlenken, ist sehr heikel. Uiuiuiui. So, jetzt wird auf der geraden Schwung verloren, deswegen wird es rot. Vielleicht kann im letzten Sektor was rausgefahren werden. So, aber nicht. Nee, zu viel Rückstand. Da wird die Runde wohl noch nichts. Jetzt wird es doch nochmal grün. Letzte Kurve entscheidet, wie eigentlich immer. Nee, so wird's nichts.
Gut, dann nehme ich noch halbwegs Schwung für die nächste Runde mit. Mann! Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Na, wir haben bloß keine Zeit mehr, Jeff. Wir müssen das jetzt hinbekommen. Schon mal besser angefahren als vor einer Runde. Also Zeit gefunden. Kurz der fünfte Gang war gut, um den Wagen zu stabilisieren. Hier auch nicht so weit rauskommen, das finde ich gerade schön. Aber jetzt kommt das Heck wieder rum. Dann mal schnell einen Gang hoch und noch einen. Viel zu weit raustragen lassen. Da wollte ich jetzt zu vier. Ging aber nicht in die Hose. So, vierter Gang muss her, früh in den fünften. Ja, aber dann ist das Freitraining zu Ende. Da oben läuft doch schon die Uhr oben rechts. So, jetzt den letzten Sektor nicht verhauen. Schwung sammeln. Und raus hier, wenn das Heck nicht kommt. Die Kurve eher opfern, um hier den besseren Ausgang zu erwischen. Und jetzt das Heck. Na, die Rundenzeit wird wohl grün. Sogar lila. Wir haben unsere sekundäre Zielzeit erreicht. Lass uns versuchen, das im Qualifying zu wiederholen. Das müsste dann wohl schon für ein perfektes Ressourcenprogramm beim Qualifying-Tempo reichen. So hat es bisher den Eindruck auf mich erweckt. Aber ich fahre die Runde noch voll. Einfach zur Sicherheit und zur eigenen Bestätigung und für mehr Erfahrung im Regen. Habe ich jetzt Zeit liegen lassen vorhin, jetzt komme ich aber hier beschissen raus. Jetzt bin ich gleich im Roten. Hier komme ich auch etwas zu weit raus. Jetzt bin ich hier eher Vollgas gestiegen. Die Runde fahre ich auf jeden Fall zu Ende, um das Programm abzuschließen. Um zu schauen, ob zweimal rot und einmal lila bedeutet. Davon gehe ich nämlich gerade aus. Na, es war abkürzen. Gehe ich jetzt hier nochmal vom Gas. Und dann war's das. Mit dem dritten freien Training. So, was kommt jetzt? Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Kehre zur Garage zurück, dann sehen wir uns die Daten an. Gute Arbeit, war einmal lila gefahren, okay. Dann weiß ich einfach für die nächsten Qualifying-Tempos Bescheid. Hier braucht es wirklich bloß, wie im Qualifying, eine schnelle Runde. Keine Konstanz. Platz 4 bedeutet das aktuell sogar. Hoi. Nun gut, wir kommen jetzt rein, aber das Freitraining bietet eh nicht mehr Möglichkeiten, um noch ein paar Runden zu drehen. Wir haben es einfach vorausgeschöpft. Hier im Regen fahre ich dann gerne noch mal etwas länger, weil ich will ihn einfach kennenlernen. Mehr Erfahrung darin sammeln. Wenn ich jetzt mal kurz auf die Uhr schaue, ich glaube T2 ging 35 Minuten, jetzt das hier knapp 30. Da wäre ich bei einer Stunde 5. Gut, ist auch schon heftig, aber deswegen gehe ich auch den kleinen Schritt. Nicht von 3 Folgen freies Training, T1, 2 und 3, direkt auf eine Folge freies Training mit T1, 2 und 3. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Man passt sich ja auch. Deswegen tastet man sich auch langsam von unten ans Limit heran. So sehe ich das auch eben bei den Folgen, die ich in Zukunft dann eben ab Kanada fürs Freitraining rausbringen möchte. Uiuiui, da will ich gerade mal etwas experimentieren.
Wagen soweit abgefangen. Ja, Regen und Wagen abgefangen. Ging soweit alles gut. Musste keine Rückblende verwenden. Das läuft ja immerhin schon mal. Unter schwierigen Bedingungen. Der fährt noch ein Stück weiter und jetzt lasse ich den Wagen mal nicht dort in die Radarfalle rutschen. Training beendet und es wird dann wohl lila geben. So hat Jeff mir auch verklickert. Und die Anzeige war auch lila. Jetzt haben wir noch etwas Zeit, um auf den Monitor zu schauen, um uns nochmal die Ergebnisse anzuschauen. Finde ich gut, dass Codemasters daran gedacht hat. Dass man einfach noch Zeit hat, um dann in dem Fall das Ressourcenprogramm auch nochmal auszuwerten im freien Training. Im Qualifying hat man nicht wirklich die Zeit, da muss man einfach seine Runden fahren. Seine bestmögliche Runde, um eben weiterzukommen. Aber eine lila Runde hat ausgereicht. Hab mir gar nicht durchgelesen, was da wieder stand, weil das für mich wieder viel zu kurz kam und während des Fahrens will ich ganz gerne keine Texte lesen. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Geschätzte Qualifying-Position, Platz 5. Ziel wäre die 19. Jetzt die Frage, sind die anderen schon ordentlich schnell auf den richtigen Reifen im freien Training gefahren und wie ernst kann man die Zeit nehmen? Eine große Frage. Dreizehntel hinter der Pole-Zeit. Und durch die eher dünne Konkurrenz haben wir jetzt hier die meisten Ressourcenpunkte gesammelt. 155, weil eben auch alle Teamziele erreicht wurden. Das letzte eben dann ohne Kurvenschneiden im Sektor 2. Nun gut, dann hier fertig. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Rosberg, Hamilton und Daniel Ricciardo. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Und ein Sauber wurde nicht genannt, weil er nicht unter den besten drei Fahrern war. Wo ist jetzt unser Teamkollege? Ach, interessant. Also Ericsson auf Intermediates ist gefahren auf der 15, aber es gibt ein paar Experten, Wehrlein, Hülkenberg und Esteban Gutierrez, die bei Regen, die jetzt überhaupt nicht gefahren sind, keine einzige Runde. Das ist ja sehr seltsam. Warum denn bitte? Kann ich nicht so ganz verstehen. Sehr komisches Verhalten der Konkurrenz. Gut, man kann auch sagen, wozu rausfahren, wenn das restliche Rennwochenende trocken sein soll. Damit schont man den Wagen, damit werden Ressourcen geschont. Ist im Grunde doch nicht verkehrt, weil bei der aktuellen Formel 1 ein großer Wert auf das Sparen gesetzt wird. Ich nehme aber gerne ein Minimum an Fahrpraxis mit, vor allem bei Regen und diesen werden wir jetzt hoffentlich nicht mehr sehen an diesem Rennwochenende. Aber wir werden uns wiedersehen bzw. wieder hören und bis dahin macht's gut und ciao, tschüss.